So, also wir sollten ja ein Spiel suchen. Am ehemaligen Munitionslager. Darf gespannt sein. Irgendwelche Lebenszeichen, Sam? Nein. Ich registriere jedoch eine schwache Energiesignatur, die von einem Generator stammt. Ah, das könnte die Notstromversorgung sein. Nicht, dass hier drin noch jemand ist, Ryder. Oh, da geht das Licht an. Halt, das war falsch. Wollen die G-Taste drücken? Wollen ja scannen? Oh, hier. Hier ist was. Jetzt dreht? Da rührt sich nichts. Aber das war ja zu erwarten. Falls die Elektronik noch intakt ist, könnten wir die Energieversorgung wiederherstellen und uns so Zugang verschaffen. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Hier gibt es nichts weiter. Ach ja, Wälder. Oh. Okay. Ich würde sagen, das brennt gefährlich. So, hier geht's lang. Zu schießen. Erst weil ich hier zur Wand zu schießen musste. Auch nicht schlecht. Konsole? Hacken? Das war's. Konsole ist gehackt. Ich registriere einen Temperaturabfall. Da ist doch. So, arschkalt hier. Wer sind Sie? Sind Sie hier, um nach mir zu suchen? Hat Hannah Sie geschickt? Dieses törichte Mädchen. Sie weiß einfach nicht, wann es Zeit ist, aufzugeben. Wow. Hannah hatte recht und niemand hat ihr geglaubt. Wieso auch? Ich dachte ja selbst nicht, dass ich es überleben würde. Beende es. Schmerzen. Beende es. Das ist alles, was er sagt. Nichts anderes. Ich habe ihn verbrannt, geschnitten, durchbohrt, aber er will mir einfach nicht verraten, wo sie sind. Sie haben diese Person gefoltert? Er ist keine Person, er ist ein Cat. Sie haben meine Familie entführt. Ich will noch niemanden foltern. Mir ist egal, was er ist. Folter ist niemals gerechtfertigt. Und vielleicht weiß er ja gar nicht, wo sie sind. Er muss es wissen. Er muss! Das hier ist meine einzige Chance. Wenn er es nicht weiß, habe ich sie verloren. Ich darf sie nicht verlieren. Okay. Es tut mir leid, aber sie sind fort. Nein! Fuck. Sie haben Freunde, die auf sie warten. Leute, denen sie etwas bedeuten. Hier draußen werden sie sterben. Wie konnten sie das nur tun? Er hätte es mir verraten können. Ich hätte sie wiederfinden können. Gehen Sie nach Hause, Marschall. In Ordnung. Ich werde die Basis anfunken und den Widerstand über meine Position informieren. Ich hatte jetzt auch nicht viel Auswahl. Bin ich jetzt ehrlich. Also, ich könnte jetzt entweder den eliminieren oder die hier lassen. Das ist. Aber jemanden quälen? Nee. Das war eine komische Mission. Die war echt komisch. Diese Mission war komisch. Ich registriere einen Temperaturabfall. So, mit dieser Neuigkeit zurückkehren. Ne, okay, können wir fahren. Oder hier vorne noch. Den Erinnerungsauslöser. Den nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Den Auslöser. Gott, das ist so viele. Das sind so viele Auslöser. Das ist ja. Warum die Pistole, Phoebe? Warum nicht etwas mit mehr Gewicht? Ich bleibe gerne leicht und wendig. Aber Sie haben Biotik. Sie können mich leicht und wendig machen. Sie sind schon so gefährlich genug, alter Mann.
Karte checken. Ein bisschen nach links fahren. Ich denke mal, das ist da oben. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Kupfer übrig. Hier muss ich diese Auslösung sein. Da oben. Stahl versteckt. Einmal Kupfer. Dank ALP bekommen wir eh was noch dazu. So, Hammer. Noch ein Erinnerungsauslöser? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Das hast du schon mal gesagt, Sam. Da war nichts Neues. So, jetzt aber ganz schnell. Oh, hier hinten noch eine Quest. Besichtigung von Volt. Abbauzone Reich verbessert. Schalten durch den LP Erweiterungsfundanalyse. Ah, jetzt kann ich. Okay, jetzt kann ich mehr abbauen. Aber ist nur eine einzige Zone, wie ich das sehe. Wow, in dieser Zone kann ich mehr abbauen. Yeah. Hä? So wie ich die mache? Ach, man weiß es nicht. So. Dann hoffnungsvolle Spuren dahin. Natürlich in unserer Schnellreisefunktion. Zack. Wie war hier der Jump zwischen den Schnellreisefunktionen? Das ist ja. Am Anfang des Parts habe ich gesagt, wir machen das nicht. Und siehe da. Ist ja auch ein bisschen langweilig. Die Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. So, die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Was denn jetzt? Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Wir brauchen 1700 XP. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. Das ist okay. Das ist Duft da. Hä? Bin ich noch vorbeirand? Hier und dann dahin. Tja. Ich bin dran vorbeirand. Klasse. What? Jetzt war unter mir. Hä? Einmal durch die Basis durch und dann hinten, dann gab es die eine, die ich festgegeben hat. Ich denke, das muss man so abgeben. Ja, Scheiß. Jetzt haben wir schon wieder Nachmarker, echt? Ja, der Nachmarker hat halt immer recht, das ist das Problem. Wie man sieht, hier hat man die Quest angenommen, ist nicht hier abzugeben, oder? Michelle hat sich gerade gemeldet. Anjik hat ein Team losgeschickt, um sie abzuholen. Sie schien aufgewühlt zu sein, aber ich nehme an, das ist normal, wenn man unter einem Haufen Trümmer gefangen ist. Ja. Ich bin so froh, dass sie noch lebt. Mögen sie immer klaren Himmel haben, Ryder. Ja. Okay. Was ist das jetzt hier für eine Quest? Achso, das neue Widerstandssystem. Ja, ja, ja. Machen wir nicht. Machen wir schon, aber jetzt nicht. So, das hier ist, diese Quest besagt, wir müssen Steine kloppen. Erinnerungsauslöser. Besiedlung von Vault. Steine klopfen. Das Herz entfesseln. Die Kettbasis auskundschaften. Naja, das ist fast in der Nähe. So, ich würde sagen, wir gehen gleich hier hin. Oder? Das ist. Nee, von hier zu kurz. Von hier, okay. Von hier runter zu dieser Quest und dann kundschaften wir mal schnell die Kettbasis aus. Und dann würde ich sagen, geht uns langsam die Quest aus, dann müssen wir eh Richtung Kettbasis, also von da aus können wir da auch schon dann hin spazieren. Das ist Techix, zumindest laut meiner Karte. Und unterwegs haben wir noch ein paar Abbauzonen reich. So. Was war Ihr Plan für Andromeda? Entdecker? Farmer? Voller Verachtung durch die Erde pflügen? Es gibt immer was zu erschießen. Und wer was anderes behauptet, belügt sich selbst. Ich muss kurz gucken. Ich glaube, durch das Patch hat sich die Grafik hier ein bisschen umgestellt. Also ich habe zumindest das Gefühl, das ist Vollbild. Ne, ne. Hauterkennung. Ne. Alles normal. Das ist einfach ein bisschen gewesen. Oder wie? Könnte man einfach nochmal angehen. Theoretisch.
komme ich wieder rum, Rätsel. Ich hasse Rätsel. Ich meine, Rätsel ist ja gut und schön, aber das sind ganz bescheuerte Rätsel. Das sind so. Weil wäre ja hier dann eher. Naja, dann nochmal. Ach du Scheiße, kommt hier nie im Leben rum an. Nie im Leben. Ja, die Wand haben wir locker genommen. Ja, Ressourcen sind knapp gesehen. Auch merkt jetzt, wir fahren einfach trotzdem knapp vorbei. Wir sind schon Kett, jetzt kommt da noch mehr Kett an. Aber immer so ein Riesenteil. Basis wird natürlich nicht verfangen. Ja, schaut sich das an. Da ist ja noch so eine Zone. Die holen wir uns gleich. Ich wollte noch wissen, wie weit es weg ist. Sehr, sehr weit weg. Gute Arbeit! Allem Anschein nach haben sich hier Cap aufgehalten, Pathfinder. Ich lebe schon ewig. Aber sowas wie das hier habe ich noch nie gesehen. Riesig. Ja, das ist absolut unglaublich. Ja, wie sagst du das? Wie kommt es, dass sie so leuchten? Wow, die Relikte haben das Gebiet übernommen. Das sollten wir uns ansehen. Später. Das war schnell das Ding. Das hat eine seltsame Farbe. Aber das Fremde hier sind wohl eher meine Augen. Der Himmel ist einfach so, wie er ist. Nein, er ist schon ziemlich seltsam. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie ihrem Nav-System hinzugefügt. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Eingang zur Kett-Einsatzzentrale direkt voraus. Ja, die große Basis. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Neuen Barrel habe ich gerade gebaut. Abbauinterface Mineralien extrahieren. Das war gerade übelst viel. Jetzt sind es nur noch 9. Wir sind auch nicht so blöd. Dort. Ja, hier nochmal. Nicht sichtbar. Dort. Das sind Sachen, die man später irgendwie suchen sollte. Da sind immer lustige Sachen drin. Sind aber auch schwer. Ich möchte gerne noch ein, zwei Pässe abfertigen. Alter! Habt ihr das gesehen, wo der geschossen hat? Ich glaube, ich bin da. Wird das noch riesig viel. Hau ab. Ist hier ja auch nicht viel in der Gegend. Verdammt! Dieser Schneesturm geht glatt durch meinen Anzug. Ich glaube, es macht gerade die Basis. Weil hier geht's doch zur Basis. Das Ding führt mich da kreuz und quer, das ist doch. Ich glaube, hier war ich schon mal an der Stelle und zwar. Alle erwischt! Soll ich nach unten? Ernsthaft? Ernsthaft? Ich fahre den ganzen Weg nach oben, um dann jetzt einmal nach unten zu gehen. Das ist doch. Wollt ihr mich trollen? Das ist ja. Ich habe einige ihrer Speer gesehen. Tot wahrscheinlich. Sonst hätten sie sie nicht gesehen. Da soll ich hin und gehen. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Das ist jetzt das Lustige, hier soll ich noch weiterfahren. Jetzt soll ich dahin fahren. Was ist das denn? Oh Gottes Willen. Ach, das hätten wir noch eine andere Quest gemacht, aber okay. Quest für Quest für Quest. Ich glaube, danach gehen wir auch dann direkt in die Kit-Basis rein. Machen die dann auch schon mal fertig. Wird
auskundschaften ist ja nichts, weil hier bin ich schon mal lang gefahren. Fahren Sie uns nicht von der Klippe, Kleiner. Ja. Nur die Ruhe, alles im Griff. Der umherwehende Schnee ist hypnotisch und irgendwie hübsch. Die Außentemperatur ist im freien Fall. Taktische Kommandozentrale der Kett. Wie gesagt, ich war da schon mal hier. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltung ist stabil. Ja, war das mit den medizinischen Vorräten. Ist das nicht schön, wenn man dort ordentlich schießen kann? Jetzt nicht durch. Ich dachte, ich halte einen Granatentreffer aus, anscheinend nicht. Ganz schön noch mal. Aber ich glaube, ich weiß, wo das endet. Im Kampf der Basis. Also dieses Auskundschaften der Basis endet damit, dass ich da die Basis jetzt einnehme. Ich hab's im Gefühl. Ist jetzt bescheuert, aber scheiß drauf, rein da. Na dann. Ich komme auf Kettbasis. Das ist echt ein bisschen komisch, Deckung. Die Sonne macht aber auch nichts, oder? Kommen die alle her? Wo kommen die Teile alle her? Das ist ja irre. Das, also da wüsste ich gerne, wo die herkommen. Das ist, ich kämpfe mich da am Weg frei und dann taucht irgendwie dran drauf. Da war ein bisschen defensiver, nicht das Problem. Ich muss aber auf die Granate aufpassen. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Sollten wir mal ein bisschen mehr Lebensmittel brauchen. So, Ton raus.
schauen. Müsste die Pistole unbedingt mal weiterentwickeln, weil die macht echt Fun. Einfach nur so ein Treffer. Dann so ein Explosionsschaden. Den kann man schon mal stoppen, das ist der gefährlichste. Ja, das Maschinen, so drückt er auch nicht so dolle. So, ein bisschen mehr. Ohne sieht nicht, kann er sieden. Vielleicht müsste man Nahkampf gehen, um den zu sehen. Ganz verladen. Lade. Diese Basis haben wir jetzt erkundet. Baxel, ich bin am Eingang zur Basis. Haben Sie den Code für die Schilder entschlüsselt? Ja, und zwar keine Sekunde zu früh. Übertragung an Sie läuft. Mögen die Sterne für Sie strahlen, Pathfinder. Das geht tatsächlich in die Basis rein. Los geht's. Wir sind drin. Gehen wir an die Arbeit. Tja, wie das hier weitergeht. Fahren wir leider das in der nächsten Folge. Dann bis zum nächsten Mal.